Hallo liebe Wohnkabinenfreunde, ich bin's Jens vom Wohnkabinencenter und heute möchte ich euch eine Kabine vorstellen, der habe ich mich noch in keinem Video bisher richtig gewidmet. Das ist von 4Wheel Campers die Wildcat. 4Wheel Campers ist ein Hersteller aus den USA, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Für die, die 4Wheel Campers noch nicht kennen, der Laden existiert seit 1972, ist somit einer der ältesten Hersteller in den ganzen USA. Die Jungs sitzen in Woodland, das ist in der Nähe von Sacramento in Kalifornien, und dort werden Wohnkabinen für den Offroad- und Overlanding-Einsatz gebaut. Die Kabinen werden über ein weltweites Händlernetz vertrieben. Da sind ungefähr 95% der Händler keine Reisemobilhändler klassisch, sondern die haben Werkstätten für Offroad-Umbauten, für Overlanding-Einsätze. Und das ist das, was auch den 4Wheel Camper einfach zu sowas Besonderem macht. Wir haben 2008 angefangen, die Kabinen nach Deutschland zu importieren. Seither hat 4Wheel Campers ein stetiges Wachstum hingelegt, sowohl hier als auch in den USA. Damals wurden pro Jahr ca. 250 Kabinen produziert. Mittlerweile hat man die Produktionszahlen auf gut 900 Einheiten gesteigert. Und das ist auch ein Zeichen dafür, das sind Kabinen, die sind super, die haben eine Top-Qualität und damit hat man beim Reisen wirklich Spaß. Ja, schauen wir uns die Kabine mal ein bisschen näher an. Wir haben ein ganz flaches Profil, wenn die Kabine zusammengeklappt ist. Das ist eine Besonderheit bei 4Wheel Campers. Sie haben lange geworben mit the lowest profile in the industry. Wir wollen damit eine möglichst kompakte Silhouette des Fahrzeugs für den Geländeeinsatz haben. Wir haben in der Kabine natürlich sehr, sehr viel Platz. Wir haben 2 Meter Bodenlänge. Dadurch können wir 3 verschiedene Grundrisse realisieren. Das ist eine schöne Geschichte. Wir haben jetzt hier die Frontsitzgruppe drin, man sitzt sich vorne gegenüber. Es gibt aber auch eine schöne Seitensitzgruppe oder ihr bekommt die Kabinen auch als Leerkabine. Das Dach ist oben mit Laschen gesichert. Wir haben viel Sonderausstattung zur Auswahl. Zum Beispiel haben wir hier den Anschluss für eine Außendusche. Das heißt, wenn ihr eben unterwegs seid, draußen duschen, geht super. Stromanschluss für 230 Volt Landstromladung. Hier hinter sitzt der Warmwasserboiler, das ist ein Propex-Gerät, kommt hier aus Europa, lassen wir extra in den USA für euch einbauen. Hier hinter sitzt die Propex HS2000, das ist eine Gasumluftheizung, da werden wir demnächst aber auch noch eine Variante als Dieselheizung anbieten. Und hier ist der Zugang zum Frischwassertank, da gehen 75 Liter rein, das ist auch eine ganz erkleckliche Zahl. Ja, ihr seht, ich blinzel so ein bisschen, ich muss mir mal meine Mütze aufsetzen. Wir haben Mittag in Gevelsberg, die Sonne scheint. Schaut euch das hier nochmal genau an. Die Kabine ist wirklich optimal kompakt auf diesem schönen Navara D40. Vielen Dank an Stefan für die freundliche Leihgabe. Ja, auf der rechten Fahrzeugseite haben wir ebenfalls wieder ein Fenster der Sitzgruppe. Das ist eine wichtige Geschichte, nicht weil ihr während des Sitzens rausgucken könnt, sondern wenn man unten schläft, hat man wirklich 3 Fenster und auch in diesem kompakten Bereich viel Licht und viel Lichteinfall. Hier hinter sitzt der Kompressorkühlschrank. Der ist serienmäßig bei 4Wheel Campers. Und das ist zum Beispiel wieder so ein Bild. Wenn ihr hier reinschaut, die Qualität, die Verarbeitung, es ist vernünftig gedämmt, es ist sauber silikoniert. Es ist nicht vergessen worden, ein Regenablaufloch reinzumachen für eben Spritzwasser, was reinkommt. Und das ist die typische Qualität, die euch bei einem 4Wheel Camper erwartet. Hier ist das Gasfach. Auch hier haben wir den europäischen Standard drin, wir haben einen europäischen Gasregler, wir haben eine 5 Kilo Gasflasche drin, sodass ihr die auch überall hier tauschen könnt. Damit kommt man auch ziemlich weit. Und die Außenhaut der Kabine ist in Schindelbauweise gefertigt. Das heißt, es können auch einzelne Segmente mal getauscht werden. Wir verwenden hier ein 0,7 mm Aluminiumblech. Das ist unheimlich leicht. Wir haben trotz dieses dünnen Blechs bisher noch keine Blechteile verkaufen müssen, weil jemand sich ein Loch reingestoßen hat, sondern wir genießen hier wirklich das leichte Gewicht. Hier seht ihr die Stützenaufnahme. Da haben wir ein deutsches Patent dran, das ist das D-Jacker-Wechselsystem. Damit habt ihr die Stützen der Kabine in Sekundenschnelle abgenommen, was eine ganz angenehme Sache ist für all die unter euch, die die Kabine mal laden, aufladen, am Wochenende wegfahren, montags wieder mit dem Pickup zur Arbeit fahren. Ja, wir machen ja das Dach gleich auf. Erst zeige ich euch noch die Tür. Die verfügt über 2 Schlösser. Wir haben einmal das Standardschloss, was jeder amerikanische Camper mehr oder weniger hat. Aber 4Wheel Campers setzen noch auf ein zweites Schloss, und zwar von Cooper Creek.
ein großes, stabiles Stahlschloss, was dafür sorgt, hier will keiner einbrechen, weil das Schloss ist zu groß, das ist zu fett. Wir haben noch keine Tür verkauft wegen einem Aufbruchschaden. Eine Besonderheit bei amerikanischen Campern, das vermisse ich bei vielen europäischen, wir haben eine Fliegengittertür drin. Die ist solide zu, fest und vernünftig beisammen. Das ist eine feine Geschichte. Die Eingangstür kann ebenfalls stabil arretiert werden. Und jetzt zeige ich euch mal, wie kinderleicht das Dach anzuheben ist. Ich gehe einfach in die Kabine rein, löse einen Riegel und hebe das Dach, unterstützt von den Dämpfern, an. Das, was ihr jetzt knirschen gehört habt, sind die Scharniere. Und fertig ist die ganze Geschichte und die Kabine ist aufgestellt. Ja, das war der 4-Wheel-Camper soweit von außen und jetzt gehen wir mal innen rein. Ja, herzlich willkommen im Inneren des 4-Wheel-Campers. Die Wildcat seht ihr hier, der Blick aus dem Alkoven, wir haben wirklich viel Platz, das ist großzügig. Wir haben hier 4 große Fenster drin, die zeige ich euch mal hier. Die Fenster haben alle 3 Lagen, wenn ihr das Arctic Pack mitbestellt, das ist dieses Teil hier. Das ist eine zusätzliche Isolierung, die durch einen Luftspalt zwischen der Plane und dem Arctic Pack für Isolierwert sorgt. Das ist ein Material, was Feuchtigkeit vom Inneren der Kabine an die Plane transportiert, aber von außen trocken bleibt. Das ist eine ganz feine Geschichte, wenn man im Bett liegt und man hat das Kissen irgendwo an dem Arctic Pack oder an dem Thermal Pack, dann wird das nicht nass. Wir haben zusätzlich eine klare Folie. Die klare Folie sorgt eben für Durchsicht und trotzdem Regendichtigkeit. Und fest vernäht ist ein Fliegengitter, das eben kleine Tiere draußen hält. Hier am Rand ist ein schöner Wulst eingenäht. Wir haben ein breites Klett. Das heißt also, auch bei richtig schlechtem Wetter bleibt dieses Fenster vernünftig dicht. Wenn ich das Fenster offen haben möchte, klette ich einfach die beiden Teile hier hoch. Ist formschön. Und ihr seht, wir haben super, super viel Luft und Licht in der Kabine. Hier auf der linken Seite stehe ich jetzt vor der Küchenzeile. In der Küchenzeile habt ihr ein großes Waschbecken. Da kann man neben eben Abwasch sich auch vernünftig selber dran waschen. Hier kann man auch mal den Kopf anständig reinstecken, wenn ihr aber die Haare waschen wollt. Wir haben hier in der Ecke einen zweiflammigen Herd drin. Das ist auch Serienausstattung. Da habt ihr 2 unterschiedliche Brennergrößen. Da gibt es dann morgens Kaffee, Rührei, was immer man haben möchte, um die Gerüche vom Kochen rauszukriegen, ziehe ich immer hier oben das Fenster einen Spalt auf, habe hier oben den Deckenventilator, den kann ich aufdrehen, einschalten. Der ist ein Fantastic-Vent, der zieht unheimlich viel Luft aus der Kabine und ist auch ideal, um morgens die Kabine trocken zu lüften. Ja, hier seht ihr den Solarregler, das ist diesmal ein Modell von Semsolar. Da haben wir auch ein Gerät von Victron zur Verfügung. Wir haben 4 USB-Steckdosen plus eine Zigarettenanzünder-Steckdose. Wir haben hier den Schalter vom Warmwasserboiler. Wir haben die Heizungsbedienung hier, die ist auch vom Bett gut zu erreichen. Hier unten ist ein Kontrollpanel, wo man den Füllstand vom Frischwassertank und von der Batterie nochmal mit ablesen kann. Und darunter ist dann Bordelektrik. Optional hinter dieser Klappe verbirgt sich der Warmwasserboiler. Hier unten ist der große Schrank, in dem habe ich immer unsere Küchenutensilien drin. Darin haben wir die Teller, Topf, Kaffeekanne, das ganze Programm, was man da so braucht. Wir haben eine vernünftige Besteckschublade mit einem gescheiten Rubbermaid-Besteckeinsatz, dass da auch für Ordnung gesorgt ist. Ja, das war die Fahrerseite der Kabine und jetzt schauen wir uns die Beifahrerseite an. Auf der rechten Kabinenseite haben wir den Stauraum untergebracht. Ihr habt einmal 2 große Topladerboxen. Für unsere Damen sogar mit Spiegel. Ich habe mich da auch schon mal vorrasiert. Ihr habt jeweils hier Stauraum und hier Stauraum. Das ist eine schöne Geschichte. Hier könnt ihr euch gut aufteilen, wenn ihr mit 2 Leuten unterwegs seid. Wir machen es immer bei uns so. Meine liebe Freundin nimmt die Box, ich nehme diese Box hier. Einer kriegt den oberen Schrank, einer kriegt den unteren Schrank. Wir haben hier im unteren Bereich ein großes Staufach, da habe ich jetzt im Moment ein Kabel drin liegen. Das wäre ein Platz für ein Porta-Potti. Das ist eine Geschichte, was im Urlaub
gar nicht so schlecht ist. Was wir als Option anbieten, dann entfallen diese drei Schränke. Hier oben die Klappe ist geteilt. Die kann ich hochklappen mit einem Vorhang. Und dann haben wir hier unten in dem Bereich ein festes WC untergebracht. Die Kassette wäre dann von außen entnehmbar. Ist was, was sich einige wünschen, wobei es für mich einfach Platzverschwendung ist in so einer kompakten Kabine. Wenn, dann nehmen wir das Porta-Potty. Wobei es gibt auch schöne andere mobile Lösungen, wie das Roadback und das Ladyback. Stelle ich euch mal vor, das ist ein kleines mobiles WC. Ja, Kühlschrank habe ich euch von außen gerade schon gezeigt. Das ist ein Kompressorkühlschrank. Der ist von Indel Webasto. Ein ganz hervorragendes Gerät, geringer Stromverbrauch, Wahnsinnskühlleistung und arbeitet lageunabhängig. Die Sitzgruppe birgt auch noch Stauraum. Ich nehme mal hier das Polster weg. Ihr habt hier die Möglichkeit, unten noch mal einiges reinzukriegen. Hier gibt es in zwei Lagen übereinander, kriegt man hier jeweils insgesamt 4 Sixpacks Halbliterflaschen rein. Und diese kleine Klappe, die ihr hier seht, damit komme ich bei den vorderen Zurpunkten ran und könnte jetzt hier den Zurpunkt befestigen. Hier vorne bauen wir auch gleich die Sitzgruppe. Dafür müssen wir einmal die Kameraposition ändern. Bis gleich. Auch der Sitzplatz in dem 4WD-Camper ist großzügig. Ihr seht, hier könnte auch noch ein breiterer Kerl sitzen. Wir haben zwei von den Sitzplätzen. Man kann bei Bedarf noch vorne vor Kopf am Tisch jemanden hinstellen. Und schön ist bei der Kabine, ich habe wirklich alles im Zugriff. Ich komme direkt an den Kaffee. Ich komme an meinen Brotkorb, ich kann mir noch mal eben was aus dem Kühlschrank nehmen. Es ist rundum angenehm. Aus der Sitzgruppe, in der ich jetzt hier sitze, kann man noch ein zweites Bett bauen. Das zeige ich euch jetzt mal. Dazu schiebe ich einfach den Tisch ein Stückchen zur Seite, kann dann die Tischplatte lösen, hänge die hier unten eben ein und dann nehmen wir die Rückenpolster. Die werden hier eingelegt und eingeschoben. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Vorne haben wir auch einen Vorhang zum Fahrzeug hin, dass wir hier auch Sichtschutz genießen. Und so hat man mit wenigen Handgriffen ein großes, gemütliches Bett. Das ist ein Bett, was ich nicht nur gerne nutze, wenn wir unterwegs sind und das Dach offen ist, sondern auch gerade so für die kleinen Momente, wenn man sagt, Mensch, wir fahren mal eben auf den Rasthof, da haue ich mich nur mal eben für eine Stunde hin. Ich will das Dach nicht aufmachen oder ich stehe irgendwo in der München oder Hamburger Innenstadt und will gar nicht als Camper wahrgenommen werden. Dann habe ich hier ein Bett, wo ich auch im Notfall mit zwei Personen, wenn ich mich ein bisschen schmal mache, auch mal liegen kann. Für die schönen Zeiten haben wir natürlich das große Bett. Das Alkovenbett ist 1,20 Meter jetzt schon breit. Das heißt, hier kann ich auch, wie ihr unten gesehen habt, bei meiner Körpergröße von knapp 1,72 querschlafen. Dann kann ich die 4 Polster zu Hause lassen. Oder wenn ich das Bett wirklich in voller Größe genießen möchte, hole ich mir die kleinen Polster jetzt vor, schiebe die große Matratze nach hinten durch, lege die 4 Polster ein. Und dann haben wir ein Bett, was in dieser Größe in einer Wohnkabine mehr als ungewöhnlich ist. Insbesondere, wenn es um eine kompakte Offroad-Kabine geht. Ihr seht hier, wir haben Platz satt. Das Bett ist 1,80 Meter breit. Das Bett ist 2 Meter lang. Hier kann man mit drei Leuten locker schlafen. Hier wird man wahrscheinlich auch noch eine vierte Person hingequetscht bekommen. Was ich unheimlich romantisch finde, ist jetzt das untere Bett, weil das hat so einen Höhlencharakter. Das finden die Kinder unheimlich klasse, da unten zu schlafen. Die haben Fenster links, rechts zum Rausgucken. Zeigen wir euch jetzt. Hier unten liege ich jetzt in der schönen, kleinen, gemütlichen Höhle. Das ist was, gerade die Kids finden das toll und auch ich liege hier unheimlich gerne, weil man hat es wirklich vernünftig zu. Wer hier an diesem Streifen sich noch ein Klettband anbringt, hier kann man noch einen kleinen Vorhang reinmachen und dann hat man wirklich hier sein eigenes Schlafabteil. Gerade Pubertierende, habe ich gehört, finden das besonders gut, wenn die von den Eltern so ein bisschen räumlich getrennt sind und quasi ihr eigenes Zimmer haben. Ja, aus der Position noch einmal kurz erklärt. Das ist der Solarregler von Semp Solar mit einem digitalen Display. Den gibt es auch alternativ in rund. Wir haben hier ein Display oder einen Steckdosenhalter eben für die beiden USB-Steckdosen links, zwei USB-Steckdosen rechts. In der Mitte der Zigarettenanzünder. Ihr erinnert euch an meinen kleinen Versprecher eben. Das ist der Schalter für den Propex Malaga Warmwasserboiler. Hier wird die Heizung
die Popex HS2000 eingeschaltet und reguliert. Das Teil ist sowohl von der Sitzgruppe aus gut zu erreichen, als auch wenn man oben mal eben aus dem Bett greift, als auch hier von unten. Wenn ihr am Landstrom angeschlossen seid, habt ihr hier eine 230 Volt Steckdose. Das hier ist unser Kontrollpanel. Hier habt ihr einmal die Tankkontrolle und die Batteriekontrolle und hier wird auch die Wasserpumpe eingeschaltet. Unsere ganze Bordelektrik habe ich euch gerade vorenthalten. Die sitzt hier hinter. Die ist von Blue Marine Systems. Es ist ordentlich beschrieben, welcher Schalter und welche Sicherung für was ist. Und hier ganz unten, hier seht ihr den Zugang zu den hinteren Befestigungen. Da kommt ihr ganz bequem dran, sodass die Kabine eben auch jederzeit sicher zu verteuern ist, ohne dass jemand rankommt. Ja, ich hoffe, euch hat diese Tour durch den 4-Wheel-Camper gefallen. Das ist übrigens unser Türhaltemechanismus. Der ist auch isländischem Sturm gewachsen. Da bleibt die Tür zuverlässig offen. Ja, schaut euch hier nochmal bitte dieses Profil an, die Kabine im aufgeklappten Zustand. Ihr habt wirklich super, super viel Platz. Eine Besonderheit muss ich euch noch sagen, die Kabine ist hier vorne nicht vorschriftsmäßig verzurrt. Der 4-Wheel-Camper wird normalerweise hier innen an einer Lasche in der Ladefläche zum Ladeboden hin verzurrt. Das ist eine Geschichte, Stefans Auto hat diese Zuröse nicht. Deswegen haben wir es hier jetzt mal provisorisch außenfest gemacht. Ich denke, das ist eine Geschichte, da kann man mit leben, sollte aber gesagt sein. Und wir haben von den 4-Wheel-Campers im Wohnkabinencenter in der Regel immer 6-7 Stück da. Das heißt, ihr seid herzlich willkommen, euch die Kabine auch in Natura bei uns anzuschauen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Abonniert bitte unseren Kanal, teilt das Video, wo immer ihr es für richtig haltet und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es ein neues Video gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Jens.